Was ist die Mission für heute? Versenken wir jetzt erstmal eine Charge Fritten rein? Ja, wir holen oder machen wir eine kleine Stadttour mit den Bäckers oder was? Auf jeden Fall. Kleine Sightseeing-Tour, würde ich fast schon sagen. Ja, machen wir natürlich gerne. Die Star-Gäste für heute sind auch da. John ist Hallo. Da, Philo Jong im Chat, Stefan ist da, Philo Stefan im Chat, ja. Simone, Philo S im Chat, da sind alle da. Next to Speech ist an, ich hoffe, es wird nicht allzu böse, wir haben ja eine Box. So, Henke Gassen erinnert mich an Henkes Arschloch. Oh, zügelt euch bitte, wir sitzen hier öffentlich an der Schlachte. Das geht noch weiter vorne. Was hast du da Leckeres? Ja. Wodka O. Ja? Sonst halte ich den Tag nicht aus. Nachher muss ich du musst er ja erfahren. Muss er ja erfahren. Ich habe so meine Gesundheitsgrenze, so 1,5 Promille, dann fahre ich jetzt gerade wieder. Ja. Jetzt kommen die Bremer Stadtmusikanten. Ja, jetzt kommen die Trompeten von Chihuahua. Jetzt hast du aber richtig Spaß hier. Geil, ey. Das wird schon lauter. Stärker, extra für dich. Hat der John heute keine Schule? Der schwänzt. Stefan und John, die scheinbar unbesiegbaren Seelen, stehen Seite an Seite und schreiten mit stolzen Schritten durch die Stürme des Lebens. Ihre starke Bindung und ihre unerschütterliche Solidarität lassen sie jedes Hindernis überwinden. Hallo, Simone. Hä, was ist das denn? Das ist doch höchstwahrscheinlich von ChatGPT, oder? Nee, das hat irgendwer gerade hier... Welcher Mensch kann sowas schreiben? Geht ihr in dieselbe Schulklasse, Felix? Yes. Stefan rockt einfach auf Casual Volcom, Alter. Na, guck mal. Legende. Kannst du Kickflip? Ich weiß nicht mal, was ein Kickflip ist. Kann ich also nicht. Mit dem Brett so. Simone und Stefan sehen heute echt wieder zum Anbeißen aus. Bin ich auch der Meinung. Kann der Brille von Felix tragen? Jo. Das war auch den Scheiß. Alter, jetzt geht's aber richtig rund. Casanova. Jetzt knallt's. Brille gehört jetzt John EZ. Ja, kannst behalten. Hast gehört? Komm, wir holen das Ding. So. Digga, das Henke sieht damit. Lass auf ruhig. Lass sie auf? Ich sehe damit aber nichts. Da kann ich die tragen. Hast recht. Hier, komm, John. Willst du Papa tragen? Nee, ich trage eine Prada-Brille. Ja. Was reicht denn das Geräusch, wenn das so kommt? Geld. Ach Geld. Ja, das ist doch gut. Und zapp. Wieder Geld verdienen. Mike ist mein bester Freund und der ist Bitcoin-Multimillionär. Aber der leugnet das immer. Zabex, ne? Mhm. Der dicke Mike. Der leugnet das leider. Der dicke Mike. Mike, was geht? Ja, wir auch. Ich habe gerade einen Clip gesehen, der heißt Ren Schmieke. Und ich wollte einfach mal fragen, ob ihr das als wirklich sehr, Felix als mein bester Freund, du als ein sehr, sehr enger Freund meinerseits, ob ihr das moralisch vertretbar findet, nicht nur, dass Felix mich gestern um 6 Uhr 2 Stunden am Nummern warten lassen, ja, sondern auch, dass ihr mich gestern, ohne Bescheid zu sagen, versetzt habt, alleine essen gegangen seid und jetzt noch im Stream mit Stefan und John über mich ablästert. Findet ihr das cool, Freunde? Das war kein Ablästern, dicker Mike. Jetzt kommt das mal runter. Du kriegst gleich wieder Puls, Mike. Denk an dein Insulin. Dann gehen wir durch dick und dünn. Findest du das cool? Ja, aber bei dir wahrscheinlich eher durch dick nur. Ich hab ja hier nur Props gegeben. Auch das finde ich sehr unangebracht. Ich find's scheiße witzig. Ich hab von meiner Körperfülle verbal so zu attackieren. Kreiswunder, Mike. Ich hab ein Schilddrüsenproblem und das weißt du. Ich hab ein Schilddrüsenproblem. Mike, wenn man dich malt, ist das Blatt voll. Ich werde es auflegen, weil so lasse ich mich nicht behandeln mehr. Hast die recht. Zeit ist vorbei. Ich lasse mich so nicht mehr behandeln. Du kannst darüber nachdenken und wenn dir unsere beste Freundschaft wichtig ist, dann wirst du dein Verhalten in Zukunft anpassen. Ja? Schönen guten Tag. Ach du gewaltige... Freunde, hier seht ihr ein schwarzes JPG mit zwei lila Balken, die euch sagen, dass ihr unbedingt abonnieren solltet. Freunde, klickt auf diesen roten Knopf und alles ist bunt. Macht. Ich habe Sex in der Schlacht genannt. Gönn ich dir. Was hat er gemacht? Sex in der Schlacht hat er gehabt. In der Schlacht drin? Ja. Nicht schlecht. Was denn? Du Idiot. Da ist Jochheim drin in dem Vehikel. Meinst du? Klar. Bock auf ein Küsschen oder was? Na klar. Das nicht stören, ich muss einfach auf die Toilette, wir müssen ein bisschen warten, ja? Also, wir warten. Steffen, willst du auch küssen? Dann könnte ich ja noch mal küssen in der Zeit. Guck mal, ich sag, es sind nur Ratten unterwegs. Ach so, jetzt reicht's halt auch, jetzt geht's wieder los. Es hat niemand gehört. Also, du hältst ja auch nicht mit der Kamera drauf, du kleiner Wichser. Ich finde, ich gehe einfach viel zu viel auf Clips. Ich bin richtig ja. Ja. Oh mein Gott, hast du die Alter. Support. Das können nicht viele Männer sagen, wa? Ja. So ist das. Alle Leute mit ihren teuren IRL-Backpacks. Ich muss gucken, wo das Kabel... Hör auf damit. Hör auf, sonst schlage die tot. Eine Hose hast du an? Ich hab eine Badehose an von Carhartt. Immer Badehose. Carhartt. Vegane Sambas, weiße Socken. Pikus-Shirt. Pikus? Ja, Pikus und Ringe. Mehr nicht. Ja, schön. Wow. Das sind meine durchgetretenen Oswego. Guck mal hier mit einem kleinen Gimmick-Lüftungsflop drin. Perfekt. Für den Sommer geeignet. Adidas-Sneaker-Socken. Eine Puma Basketballhose. Okay. Ich habe eine Brille auf, eine Sonnenbrille von Ray-Ban. Das ist Girl Cave Hoodie. Ciao, Tamina. Johnny Urban Tasche. Hast recht. Und Fisherman Fred für den guten Abend. Was hast du an? Adiletten mit Nike-Socken. Das ist ja schon bodenlos. Dazu eine Champion-Hose. Ja. Las Vegas Hemd und darunter von Trippie Red. Das Trippie Red T-Shirt. Simone, was hast du an? Oha.
Schuhe von Bench. Natürlich. Eine Hose von Karstadt und ein Oberteil von, frag mich, Ernstings Family. Ernstings Family. Der älteste. Ja, sauber. Und er hat sich was richtig was rausgelassen. Hier ist aber richtig was los. Adidas? Keine Ahnung. Adidas Schuhe aus Amerika. Geil. Die Hose, keine Ahnung, wo die herkommt. T-Shirt ist... Volker. Und die Brille, aber die Brille ist was Besonderes. Das ist ja eine Ray-Ban Sonnenbrille. So, Ray-Ban. Oh, ich hab ganz wichtig bei mir vergessen. Prada-Brille, die sogar schon von Philo getragen wurde. Ehrlich? Was wir auch machen dürfen nachher, wir dürfen auch einmal auf die Erde spucken. Hä? In einem Fleck. Ja. So, gespannt. Sag mir dann. Das ist Felix Fetisch. Der legt sich in die Mitte. Was ist denn das? Was? Das ist ja falsch rum. Was bedeutet Luv, Felix? Kleines Wissensquiz aus der Segelkunde. Luft ist der luftgefüllte Raum. Da kriegst du Antrieb. Verstehst du, wie ich es meine? Hast recht. So, wo wir hier bei einer Bremen-Tour sind. Ich soll ja nichts Politisches sagen, wurde mir vorher gesagt. Ich tue es auch nicht. Aber eine Partei, die die Farbe dieser Blätter da oben hat. Aha. Fresh Sub. Mal ein paar neue, oder? Wie wär's denn mal, Chat? Ein paar neue Subs, Freunde. Wie spricht man das aus? Gods oder Girls? Girls. Ey, ich stream hier gerade. Was soll das? Mann. Ich bin gerade Menschen. Lustig. Hast recht, sorry. Doch, Felix macht sich drüber lustig. Ich habe mich auch überlegt, ob ich mich mal nackig ausziehe, grün anmale und dann einfach mal eines Nachts unter den Esel lege. Dann werde ich auch angefasst, ehrlich mal. An den Stellen, die angefasst werden sollen, so Gold anmalen. Ja, ja. Ja, auf Schwiedel. Warte, ich sag Gold an. Lass das, hör auf. Ja, weißt du, was mich richtig nerven würde? Wenn meine Klassenfahrt hier nach Bremen gehen würde, für die Musikanten. Nur der HSV. Ja, da muss man natürlich... Sag doch sowas nicht. Nur der HSV. jetzt hab ich für Ärger gesorgt. Ja. So, zeig mir jetzt mal die Musikanten da. Darf ich mal an deinen Musikantenknochen? Du musst. Hast recht. Ja, jetzt geht's los. Einmal in die Schnauze. Wenn man im blauen T-Shirt ist, ein Schwerverbrecher und wird von der Polizei gesucht, bitte umgehend melden, wenn er gesehen wird. Danke. Die Bremer Polizei. Und dann geht's los. Was? Ey, fass mich mit Bilder an. Hast dich selber gefilmt. Achso, hat er wirklich? Ey, hör auf mich anzufassen. Bitte, du heißt dich am Tata, Bruder. Hör doch auf. Sorry. Felix hat ein Hygieneproblem. Hör doch auf jetzt. Ich hätte den Esel gerade am linken Bein beglückt. Geld! Oh Gott, oh, und weg hier. Macht mal Platz. Hallo? Auf da. Oh, ja, das stimmt. Wo ist der Spuckstein? Jetzt wird gespuckt gleich? Ja, sammel schon mal, Felix. Herrlich. Weißt du, was das ist? Eine richtige Chillung. Können wir einen Überschlag hinkriegen? Geil, weil Schaukeln ist sowas Geiles. Schaukeln ist wirklich geil. Wow! Ich fall hier gleich senkrecht raus. Ich glaube, der schiedet sich gleich langsam ein. Ja, dann kannst du die Brille behalten. Okay, John! So, das hier, ist er? Hier ist damals der Kopf hingerollt und da. Das ist aber Felix, leg mal richtig drauf. Ja, deine Chance. Am Platz. Ja, wollte ich sagen. Ah, oh, nicht getroffen. Du bist dran, Arschloch. Ja, Digga, was ist das denn? Er muss ja nicht mal treffen führen. Oh. Jo. Geil. Felix, mach du auf. Mach auf, Felix. Hier ist das? Esel. Mike Thoma. Ein Hund. Ein Esel. So viel Geld muss da reinschmeißen. Immer nur ein. Davon lebe ich einen Monat. Ja, war gut. Ich trau mich das gar nicht reinfallen zu lassen. Oh ey! Guck mal, da steht. Aufstehen, ihr Arschlöcher! Guck mal hier! Ich steh doch mal auf Platt hier. Du war drin in Bremerloch. Mog das mal, nicht? Mikes Oma kommt auch aus Bremen. Aus Bremen? Deswegen aus Bremerloch? Auch... Das ist wirklich Mikes Oma. Das ist Mikes Oma. Der Hahn wird immer geklaut. Der ist hier abgebrochen worden. Ehrlich? Ja. Die miesen Schweine. Warum? Keine Ahnung. Felix, guck mal, das sind die Bremer Stadtmusikanten. Wirklich? Denkmal aufgestellt. Für mich? Ja. Geil, das ist ja abgefahren. Das wird ein Emote-Chat. Wow. Alter, hier ist die geile Telefonzelle. Ja, die ist aber zum Gewächshaus umgefunden. Oh, scheiße. Hol er mir mal da rein, Henke. Da kriegst du bestimmt als Veganer richtig Hunger jetzt hier auf die Pflanzen, oder? Jo. Da kann man das zum Anbeißen, glaube ich. Kann ich direkt wieder vernaschen, die beiden. Ja. Ich darf nicht so laut sein. Boah, wenn gleich die Box losgeht, dann kann ich ja. Ey, bitte, hier ist wirklich gerade Stille. Chat, lass diese Idylle nicht zerstören. Das scheint bestimmt. Das ist eine richtige Idylle. Ich glaube, das scheppert hier gleich richtig. Bitte keine Geld spenden jetzt. Jetzt ja. Nicht. Jetzt nicht. Jo, Henke, kannst du mich die Nacht wieder kneten? War echt geil. Was haben wir eben gerade gesagt? Jetzt gerade hier nicht in der Gasse, wo was jedes Wort doppelt ertönt. Geld, du an die Dinger. Okay, halte mich bis nachher zurück. Mhm. Geld! Auf die Menschen mitfällt. Hallo, ich bin hier, um mir am Proloch spielen zu lassen. Na, schauen Sie nicht so. Ich habe seit 4 Tagen heftigen Durchfall und das hört einfach nicht auf. Hallo, hi. Wo treffen wir uns gleich wieder? Jo, Henke, kannst du mal an meinen Wurststärke riechen?
so enge Gassen erinnern mich an Henkes Arschloch. Ey, ey, ich liebe alles gerade. Hast du die dicke, fette Lederrate da hinten gesehen? Geld! Aus dem Weg, ihr Lederratten. Ich muss schnell auf den nächsten Spot meinen Darm entleeren. Die Straße bringt viel ein, ne? Ne, jo, jo, jo. Ey, bitte, Jungs. Ich schimpfe nachher mit euch. Guck mal, Flio, die haben mich falsch geschrieben. Entschuldigung, junge Dame. Ich habe seit 4 Tagen geistigen Samenstau. Oh. Ich habe mich aus Versehen mit einem Wasserschlauch wieder entjungfert, weil ich es in mein Arschloch stecken wollte, um den Staubfang frei zu kriegen, aber stattdessen ging es volle Kanne mit höchster Stufe um meine Gebärmutter. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Hört auf, Chat. Geld? Nein. Auf gar keinen Fall. Nein. Mein Arsch brennt. Oh. Der nächste Eisladen. Müssen weggehen. Henkes Nippel hier. Ich bin schon wieder ganz wund. Kann mich mal der einkremmen, wäre ich cool. Schade. Ich creme dich nachher ein, Henke. Danke. Sehr geehrter Herr Reefdog, wann kommt eine neue Folge? Was schmeckt am besten mit? Die Schmerzen in meinem blutigen Gedärm werden immer schlimmer. Ich halte es nicht mehr aus. Jet immer mehr scheiße Blutgemisch läuft hinaus. Ich bin jetzt schon inkontinent wie eine Lederratte. Mods, ihr müsst bitte das Text-to-Speech ausschalten. Das geht zu weit gerade. Das ist wirklich nicht mehr cool. Hi Felix, Papa hier. Vergiss mir bitte nicht, die Bärchenwurst mitzubringen. Habe wieder diesen Ausschlag im Intimbereich. Und nur Bärchenstreich kann noch helfen. Bis dann, Freunde. Für Bremen.